Ich wies Chris erneut darauf hin, dass der Test nur darauf abzielte, ob er ihr Verschwinden durch äußere Einwirkung, Entführung und so weiter verursacht hatte. Und nicht nur, weil sie wegen ihres Gesprächs am Montagmorgen im Bett aufgebracht war. Ich erklärte Chris, dass ich ihn bei dem Test nur nach Shanann fragen würde. Ich sagte Chris, dass es nicht schwer zu vermuten sei, dass Shanann und die Mädchen höchstwahrscheinlich irgendwo zusammen seien. Christopher fragte, das wird alles die Kinder aber mit einbeziehen, oder? Ich erklärte Chris, dass der Lügendetektor-Test, den ich durchführen würde, ihm nur Fragen über Shanann stellen würde. Als nächstes sagte ich, dass ich ihn im Lügendetektor-Test fragen würde, ob er über das letzte Mal, als er Shanann gesehen hatte, gelogen hat. Christopher antwortete, nein. Ich bat Chris zu beschreiben, wann er Shanann das letzte Mal gesehen habe, und er sagte, das letzte Mal, als er sie gesehen habe, sei sie im Bett gewesen, nachdem er mit ihr gesprochen habe. Shanann lag im Bett und hatte ihm gerade gesagt, dass sie die Mädchen zu einem Freund bringen würde und später zurückkomme. Chris sagte, dass Shanann auf ihrer rechten Seite lag und dass ihr Mascara über das Gesicht lief. Chris erklärte, dass Shanann ihr Gesicht nicht abgeschminkt hatte, bevor sie an diesem Morgen ins Bett ging. Das letzte Mal, dass er seine Kinder gesehen habe, sei auf dem Babyphone gewesen. Ich sagte Chris, dass ich über das Worst-Case-Szenario sprechen müsse und sagte ihm, dass wenn er Shanann etwas angetan hätte, das von ihm beschriebene Bild nicht das letzte Mal gewesen sein könnte, dass er sie gesehen hat. Christopher antwortete, ich weiß, dem stimme ich zu. Wenn er Shanann im Haus etwas angetan habe, sei ihr Körper offensichtlich irgendwann entfernt worden, sodass sie im Bett liegend nicht das letzte Mal gewesen sein könnte, dass er sie gesehen habe. Chris stimmte dem zu. Schließlich sagte ich zu Chris, ich wolle ihn am Lügendetektor fragen, ob er wisse, wo Shanann jetzt sei. Chris antwortete, ich weiß es nicht. Ich sagte Chris, dass er bei der Untersuchung der vermissten Person kooperiere und die Frage sich darauf bezog, dass er den Aufenthaltsort von Shanann kenne, ihn aber der Polizei nicht mitteilte. Ich sagte Chris, dass Shanann ihn angerufen und ihm ihren Aufenthaltsort mitgeteilt haben könnte oder dass er den Ort kennen würde, an dem er oder jemand anderes Shanann's Körper versteckt hätte. Wenn er Shanann das letzte Mal weinend im Bett gesehen habe, könne er die Frage ablehnen, weil wir alle wissen, dass Shanann nicht mehr im Bett lag. Ich fragte Chris, was er auf alle drei der gestellten Fragen antworten würde, und er antwortete, ich habe nichts mit dem zu tun, was jetzt vor sich geht. Ich habe ihr nicht körperlich wehgetan. Das letzte Mal, als ich sie sah, lag sie einfach im Bett auf der Seite und hatte etwas verlaufenes Mascara im Gesicht. Nachdem wir uns unterhalten hatten und ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Ich fragte Chris, wer seiner Meinung nach Shanann und den Mädchen etwas angetan haben könnte, und er sagte, er habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Chris glaubte, dass es möglicherweise ein Fremder war, der Shanann und die Kinder hatte und dass sie im Moment nicht sicher sind und dass sie körperlich vielleicht verletzt wurden. Ich bat Chris, mir zu sagen, was seiner Meinung nach mit der Person geschehen sollte, wenn tatsächlich seine Frau und seine Kinder aus dem Weg geräumt wurden. Chris meinte, das Schlimmste, das möglich sei. Ich bat Chris, das zu erklären, und er meinte, naja, entweder lebenslänglich oder die T-Strafe, das sind die beiden einzigen Möglichkeiten, die man wirklich hat. Ich fragte Chris, ob er noch weitere Informationen habe, die er den Ermittlern noch nicht mitgeteilt hätte, doch er verneinte. Chris meinte, er habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um Freunde und Familienmitglieder zu erreichen, die Shanann vielleicht gesehen oder von ihr gehört hätten. Während der gesamten Befragung vor dem Test leugnete Chris jegliche Verwicklung in das Verschwinden seiner Frau und seiner Tochter sowie jegliche Untreue. Lügendetektorfragen. Es wurde ein Lügendetektortest mit einem anerkannten Verfahren zum gezielten Lügenvergleich, dem Utah-3-Fragentest, durchgeführt.
Für die Untersuchung wurde ein computergestütztes Gerät von Lafayette Nummer 381938 Modell LX5000 verwendet, das die Atmung, die elektrodermale Aktivität und die Herz-Kreislauf-Funktion kontinuierlich überwacht und aufzeichnet. Darüber hinaus wurde ein Bewegungssensorpad verwendet, das die periphere Verhaltensaktivität und die Kooperation während der Untersuchung aufzeichnet. Das Gerät wurde vor der Untersuchung einer internen Selbstkalibrierung unterzogen. Ich führte einen Kennenlerntest durch, um die Eignung von Chris für die Untersuchung zu beurteilen und die physiologische Ausgangssituation zu ermitteln. Chris war in der Lage, den Anweisungen zu folgen und zeigte angemessene Reaktionen. Die folgenden relevanten Fragen wurden definiert und im Detail überprüft und Chris in 3 Wiederholungen auf dem Diagramm gestellt. Haben Sie Shanans Verschwinden physisch verursacht? Antwort: Nein. Lügen Sie über das letzte Mal, als Sie Shanann gesehen haben? Antwort: Nein. Wissen Sie, wo Shanann jetzt ist? Antwort: Nein. Ich habe die psychophysiologischen Antworten von Chris auf die oben genannten relevanten Fragen bewertet. Meiner professionellen Meinung nach hat Chris während des Tests nicht die Wahrheit gesagt. Die globale Analyse der physiologischen Daten ergab, dass sie von ausreichender interpretierbarer Qualität waren, um eine standardisierte numerische Analyse der Testergebnisse durchzuführen. Die Analyse der Polygraphentests unter Verwendung des empirischen Auswertungssystems ergab statistisch signifikante numerische Werte, die eine Schlussfolgerung von Deception Indicated DI unterstützen, als Chris die oben aufgeführten Fragen beantwortete. Interview nach dem Test. Während ich den Raum verließ, um die Polygraphenkarten auszuwerten, blieb Chris im Befragungsraum und sah sich aus seinem Handy Videos an, in denen seine Mädchen kicherten und spielten. Agent Coder und ich kehrten in den Raum zurück, um mit Chris über seine Täuschung zu sprechen. Wir hatten auch ein ausgedrucktes Foto von Bella und Celeste dabei, das wir vor Chris auf den Tisch legten. Ich teilte Chris mit, dass es klar war, dass er während des Tests nicht ehrlich war und dass er den Lügendetektortest nicht bestanden hatte. Chris antwortete mit "Okay". Ich teilte Chris mit, dass wir nun darüber sprechen müssten, was tatsächlich passiert sei. Chris sagte: Ich habe sie bei dem Lügendetektortest nicht angelogen, ich verspreche es. Agent Coder sagte Chris, dass es Zeit sei und bat ihn, innezuhalten und tief durchzuatmen. Ich sagte ihm, dass ich es zu schätzen wusste, dass er zum Lügendetektortest kam, obwohl er wusste, dass er den Test nicht bestehen würde. Doch er sei geblieben, weil er wusste, dass er sich alles von der Seele reden müsse. Ich fragte Chris, ob er noch einmal anfangen und uns alles erzählen könne, was passiert sei. Chris sagte, alles, was er gesagt habe, sei wahr. Ich sagte Chris, dass das Wichtigste sei, herauszufinden, was mit Shanann, Bella und Celeste passiert sei. Und er sagte nur, okay. Es würde ihm nichts bringen, die Lüge in sich zu behalten. Und er antwortete, ich weiß das, ich versuche nicht, die Dinge zu vertuschen. Er wolle, dass seine Frau und seine Kinder wieder nach Hause kamen. Er wisse, dass seine Frau und seine Kinder aber nicht nach Hause kommen würden, war meine Antwort. Chris fuhr fort zu sagen, dass er hoffte, dass seine Frau und seine Kinder nach Hause kommen würden. Und ich weiß nicht, dass sie nicht nach, weiß ich nicht, dass sie nicht nach Hause kommen werden. Agent Coder erklärte Chris, dass wir verwirrt seien und dass wir im Laufe des letzten Tages viele Hinweise erhalten hätten. Chris fuhr fort zu sagen, dass er nicht wisse, wo sich seine Frau und seine Kinder befänden. Er sagte, wenn ich meine Kinder jetzt nach Hause bringen könnte, würde ich es tun. Ich will sie zurückhaben. Ich will sie alle zurück. Alle. Es ist die Wahrheit. Agent Coder sagte zu Chris, er könne nicht verstehen, warum es 2 Chris gäbe. Chris sagte dann, ja, weil ich habe sie halt betrogen. Ich bin nicht stolz darauf und sie hat mich beschuldigt und ich habe es
geleugnet und ich fühle mich schrecklich dafür, weil sie war schwanger und ich habe sie verletzt, also ich habe sie nicht körperlich verletzt, ich habe sie betrogen, ich habe sie emotional verletzt. Chris gab auch zu, dass er nicht bei dem Rocky-Spiel war. Chris sagte, er sei am Abend des Rocky-Spiels mit ihr zum Abendessen gegangen. Chris meinte, dass er die 5 Wochen, die er allein verbrachte, mit ihr verbrachte. Chris erklärte, dass er nicht mehr Shanann liebe, weil er sich in sie verliebt habe. Coda fragte Chris, wie ihr Name sei, und Chris sagte, er wolle sie nicht in das Geschehen hineinziehen und ihr Leben nicht ruinieren. Sie sei eine wunderbare Person, die wisse, dass er verheiratet sei und dass er Probleme in seiner Ehe habe. Er sagte, er habe ihr gesagt, dass er sich von Shanann trennen wolle, aber er habe nicht gewusst, wie das aussehen könnte. Chris sagte, sie habe ihm den Atem geraubt und er hätte nicht in 1 Million Jahren gedacht, dass so etwas passieren könnte. Chris sagte, er habe noch nie in seinem Leben für jemanden so viel empfunden wie für sie. Agent Coder meinte, dass er nicht glaube, dass seine Freundin irgendjemanden wehgetan habe und fragte Chris, ob sie sie aus der Sache herauslassen und wieder über seine Frau und seine Töchter sprechen könnten. Chris stimmte dem zu. Agent Coder fragte Chris, wo sich seine Frau und seine Kinder befänden. Daraufhin meinte er, er wisse es nicht. Chris sagte, die Affäre sei das Einzige, was er zurückhalte. Coder erinnerte Chris daran, dass er beim Polygraphentest nicht nach Untreue gefragt wurde. Coder teilte Chris dann mit, dass sie bereits alles über seine Freundin Nikki, später identifiziert als Nicole Nikki Kessinger, Alter 30, 3.7.1988 geboren, wüssten. Coder sagte zu Chris, dass wir uns große Sorgen um seine Frau und seine Töchter machten, und Chris antwortete, dass er ebenfalls besorgt sei. Coder sagte auch zu Chris, dass es nicht die glücklichste Zeit in ihrer Ehe gewesen sein dürfte. Er glaube, dass Shanann eine kontrollierende Person gewesen sei, die nicht auf ihn gehört habe und machen konnte, was sie wollte. Coder sagte, er wolle Chris die Möglichkeit geben, uns zu helfen, Shanann und die Kinder zu finden. Chris meinte, er würde alles tun, um uns, also der Polizei, zu helfen, seine Frau und seine Kinder zu finden. Er sagte, er wisse nicht, wo sich seine Frau und seine Kinder befänden. Coder erinnerte ihn daran, dass sein Vater durch das Land geflogen sei und in der Lobby wartete. Er sagte zu Chris, dass er seinen Vater und alle, mit denen er sprach, belogen habe. Er flehte Chris an, uns zu helfen, seine Kinder zu finden. Chris meinte, er wolle sie finden. Coder fragte Chris, ob wir zurückgehen und über diese Nacht sprechen könnten. Chris stimmte zu und Agent Coder erzählte, dass die Polizei seine Alexa haben, die, wie er erklärte, darauf programmiert sei, Notfälle aufzuzeichnen und dass die Polizei auch den Inhalt seiner Kessinger und Shanann's Textnachrichten habe. Coder bat Chris, uns noch einmal von diesem Abend zu erzählen. Chris wiederholte, dass er um 4 Uhr morgens aufgewacht sei und Shanann um 4.15 Uhr geweckt habe, um über das Haus und die Trennung zu sprechen. Coder fragte Chris, ob sie über Kessinger gesprochen hätten und Chris sagte, Shanann habe ihn beschuldigt, eine andere zu haben. Doch er bestreitet, eine Affäre zu haben. Shanann habe ihn gefragt, warum er am Abend zuvor $68 beim Abendessen hatte und fragte ihn, ob es 2 von ihnen beim Abendessen waren. Chris gab zu, dass die Rechnung von seinem Abendessen mit Kessinger stammte. Er habe sich aber nicht dazu durchringen können, die Affäre zuzugeben, weil er und Shanann bereits sehr viel geweint hätten. Chris sagte, er habe Shanann gesagt, er wolle sich jetzt trennen. Coder fragte Chris, ob er das Haus verkaufen wolle, und Chris antwortete, Shanann habe den Verkauf ihres Hauses in der Woche zuvor bereits eingeleitet, weil sie beide wussten, dass sie es sich alleine nicht leisten konnten. Shanann habe ihren Makler namens Anne, Nachname unbekannt, kontaktiert,
Am Montag, den 13. August 2018, schickte Chris Anne eine SMS mit der Frage, was sie tun könne. Coda bat Chris daraufhin, ihm von der Schwangerschaft zu erzählen. Und Chris sagte, dass Shanann ungefähr zu 80-20 positiv war, als sie über die Vor- und Nachteile eines dritten Kindes sprachen. Nachdem Shanann schwanger geworden war, habe sie allen erzählt, es sei seine Idee gewesen, denn er wolle einen Sohn haben. Coda fragte Chris, ob er verstehe, dass einiges von dem, was er sage, keinen Sinn ergebe. Chris antwortete mit: Ich weiß. Agent Coda sagte, er verstehe nicht, wie eine Frau und zwei Kinder vom Erdboden verschwinden könnten. Chris sagte uns, dass es auf dem Video zu sehen war, dass er wegging und in seinem Truck war. Chris meinte, ich habe nichts in meinen Truck geladen, außer mein Werkzeug, meinen Container, meine Büchertasche, meinen Wasserkrug und meine Lunchbox. Coda fragte Chris, was mit seiner Frau und seinen Kindern passiert sei, bevor er aus der Einfahrt gefahren ist. Chris meinte, ich habe nichts mit ihnen gemacht, sie waren noch im Haus. Agent Coda fragte Chris erneut, wohin seine Frau und seine Kinder gegangen seien, und Chris sagte, er wisse es nicht. Coda meinte zu Chris, dass seine Frau nicht die Art von Person sei, die verschwindet, und Chris stimmte dem zu. Agent Coda sagte zu Chris, dass seine Frau an diesem Tag und während der Woche Pläne hatte und nicht ging, weil sie es wollte. Chris sagte nur, okay. Chris sagte, er habe Shanann oder den Mädchen nichts getan. Ich fragte ihn, ob es ein Unfall war, und er antwortete, aber ich habe nichts getan. Ich fragte Chris erneut, ob es ein Unfall gewesen sei, und er sagte, es habe gar keinen Unfall gegeben. Und falls doch, sei er nicht im Haus gewesen, als es passierte. Er habe keinen Unfall verursacht und seiner Frau und seinen Kindern nichts angetan. Coda fragte Chris, ob es sich um ein Missverständnis handle, und Chris meinte, das einzige Missverständnis sei, dass er Shanann nichts von der Affäre erzählt habe, denn er hätte sich nicht dazu durchringen können, Shanann von der Affäre zu erzählen.